Servus, wir sind Simon und Julia und leben derzeit unseren ganz großen Traum. Mit unserem selbst zum Wohnmobil ausgebauten Kastenwagen reisen wir entlang der Panamericana. Von Ushuaia bis nach Alaska werden wir 18 Länder auf zwei Kontinenten durchqueren und bis zu unserem Ziel etwa 90.000 Kilometer abspulen. Schön, dass du mit uns fährst. Schon so richtig gut. Überall Kiefernwälder. Wir haben auch schon so ein paar Holzblockhütten gesehen. Man direkt ein bisschen Heimatgefühle nach dem Schwarzwald oder so Alpenvorland. Gab auch schon ganz viele Apfelbauplantagen und Kühe. Also, ich glaube, der Abstecher hat sich jetzt schon gelohnt. Wir sind angekommen und stehen hier nur ein paar Meter weg vom See im Indianergebiet. Hat 2,50 € gekostet, inklusive Übernachtung. Mega schönes Plätzle im Kiefernwald. Ja, die Julia hat uns nachher noch ein paar Infos. Wir gehen jetzt mal vor an den See und versuchen da einmal außen rum zu laufen. Wirklich top Landschaft hier. Ich glaube, so ähnlich ist auch die Kanada oder ein ganz großer Teil der USA, je nachdem. Top. Hier hat es immer so richtig schöne kleine Hörnchen, ganz kleine und auch große. Die größere krabbeln auf Bäumen und die kleine rennen immer nur am Boden. Mal gucken, vielleicht kriegen wir nachher eins gefilmt. Simon hat euch ja schon von den Tahamurau, nee, Tahamarua Indianern. Indianern erzählt. Denen gehört hier das Land, auf dem wir hier gerade stehen. Und die leben hier in Hütten oder einfachen Häusern um den See verteilt rum mit Rindern und Kühen, mit Pferden, bauen hier Kartoffeln an, Mais, Quinoa, glaube ich. Also sehr einfach und bescheiden, aber bestimmt nicht unglücklich. Und die Indianer haben es tatsächlich geschafft, vor den spanischen Konquistadoren zu fliehen und ihre Traditionen zu bewahren. Die sind nämlich in den tiefen Kupfercanyon geflüchtet. Vielleicht können wir das die Tage auch noch sehen. Und viele der Älteren sprechen angeblich auch heutzutage noch kein Spanisch. Die Landschaft ist irgendwie ein bisschen verrückt. Wir hätten mit einer schwarzwaldähnlichen Landschaft irgendwie echt nicht gerechnet. Und ja, für Mexiko komisch. War euch das bewusst? Keine Ahnung. Hier wachsen auch Pilze, hat mir gestern ein Einheimischer erzählt. Der hat mir Bilder gezeigt. Und das sind auch so wie bei uns Steinpilz, Maronen, so ein Kram, die kleine staubige, wo man drauf
Tritt. Wir laufen ja durch Kiefernwälder, haben schon einiges gesehen, aber nichts mir Bekanntes. Also lieber nichts pflücken und essen. Aber vielleicht stolpern wir ja doch noch über Steinpilz. Ich glaube, die soll es in Kanada später auch ganz viel geben. Ja. Gerade wird da über was Schönes drüber gestolpert. Der sieht richtig hübsch aus, glänzt in der Sonne ganz toll. Aber keine Ahnung, was es ist. Hat unten irgendwie Lamellen. Wir essen es nicht. Die unsere heimatähnliche Landschaft hat aber auch einen großen Nachteil. Seit ein paar Tagen hat sich nämlich mein Heuschnupfen zurückgemeldet. Mit dem hatte ich jetzt eigentlich fast die 2 Jahre überhaupt kein Thema. Mal in Chile, Patagonien, ja, minimal. Also es hält sich auch jetzt noch in Grenzen. Aber ich bin mal gespannt, wie das jetzt vielleicht noch weiter nördlich wird. Ich hoffe nicht schlimmer, da habe ich nämlich wirklich überhaupt keinen Bock drauf. Wir sind auf dem Weg zurück zum Bus, waren 6,5 Kilometer, 2 Stunden waren wir unterwegs. Der See hat eine ziemlich komische Form, vielleicht können wir euch die Karte einblenden. Deswegen hat es auch ein bisschen gedauert. Aber wir haben den Weg eigentlich immer im Großen und Ganzen gefunden, war gut zu laufen und wir hatten tolle Ausblicke. War schön. Sehr schön. Mal wieder zu laufen. Schöne Landschaft. Keine Steinpilze, keine Pfifferlinge heute Abend. Nee. Nichts gefunden. Ach nichts. Habe Feuer gemacht. Heute gibt's Marshmallows. Einen wunderschönen guten Morgen vom Arakau-See. Wir stehen hier immer noch im Wald und 5 Kilometer von uns entfernt befindet sich das Tal der Mönche. Das soll auch richtig schön sein. Jetzt könnte man natürlich 5 Kilometer hin und 5 Kilometer zurück auch wieder laufen, aber wir hätten auch richtig Bock, mal wieder Fahrrad zu fahren. Die Frage ist nur, kriegen wir unsere Fahrräder wieder fit, weil die ja mega eingerostet sind. Simon sprüht sie gerade ein. Mal gucken, ob es was gibt. Wenn ja, dann erzähle ich es euch. Die letzten 3 Tage haben wir damit verbracht, das Fahrrad hier in Gang zu setzen. Du? Ich, ja. Julia hat nur Hunde und Kinder mit Lollis gefüttert. Und irgendwie läuft es wieder. Aber so richtig geil ist natürlich nicht. Wenn wir jetzt fahren, dann hoffe ich, dass wir hier auch wieder ankommen. Und die Dinger da nicht zurückschieben. Der Julia, das läuft gut, meins. Ist ein bisschen hartnäckiger, hab's alles gut eingeölt, aber eigentlich kann es ja nur besser werden. Da waren einzelne Kettenglieder wirklich komplett fest, die musste jetzt mit 2 Zangen von Hand schwer bewegen, ewig lang, dass die sich hier mal wieder ums Ritzle ordentlich wickeln, halbwegs ordentlich. Ja, wir wagen es. Zwei neue Freunde haben wir. Nummer 1, da ist Nummer 2. Die waren die ganze Nacht am Auto gestern Abend schon da und haben aufgepasst. Und immer wenn ein anderer Hund gekommen ist, hier gibt es nämlich einige, dann haben die alles schön verscheucht. Sehr gut, dafür gab es Marshmallows zum Frühstück. Wir haben es geschafft, 5 Kilometer später an unserem Ziel angelangt. Ja, war mehr schlecht als recht. Wir konnten halt nur auf einer Stufe fahren, ohne Schalten. Das hakt und klemmt, kann man total vergessen.
Simon hatte gerade die Idee, dass wir es vielleicht umbauen, die Schaltung komplett weg und nur noch auf Eingang. Ich meine, für irgendeine City-Tour oder so reicht es ja. Besser als die Räder wegwerfen. Jetzt holen wir uns erstmal eine kalte Cola oder so und dann schauen wir mal noch die coolen Felsformationen an. Das ist irgendwie mexikanischer Volkssport. In Kolumbien sind sie noch alle geradelt. Hier heizen sie mit Quads und diesen, Simon, wie heißt es? Buggies. Durch die Lande, das haben wir schon gesehen vor Mexico City. Und hier jetzt auch ganz krass, manche mieten die sich sicherlich mit Guide, aber ganz viele sind auch privat. Erkennt man einfach an der Ausstattung mit riesen Lautsprecheranlagen und so. Und diese Karren sind richtig teuer, eins und Teil, 30.000 Euro umgerechnet. Also ja, ein teurer Sport, aber anscheinend haben sie hier richtig Spaß dran. Das Tal hier heißt Valle de los Monjes, also Tal der Mönche. Ich weiß nicht, ob hier mal Mönche waren, um die Indigenen zu bekehren oder ob es so heißt, weil die Felsen aussehen wie Mönchen. In jedem Fall sieht es echt gut aus. Unser Hund oder anderer Hund, neuer Hund, ist auch da. Ganze Tag waren wir heute mit Hund, war gut. Jetzt noch eine Kleinigkeit Abendessen und dann spielen wir, glaube ich, noch eine Runde Karte heute. Die Julia plant hier schon schwer die nächsten Steps. Julia, wo geht's hin? Es geht ja ganz bald in die USA und wir haben noch gar keinen Plan oder so eine grobe Route. Deswegen markiere ich mir hier jetzt auf der Karte mal alle Sehenswürdigkeiten und dann können wir gucken, wie wir am geschicktesten fahren. Und was vielleicht dann auch wegfällt. Also so die richtig tiefe Recherche machen wir eigentlich immer erst, wenn wir ganz nah dran sind. Guten Morgen. Die Nacht hier war wieder super ruhig. Das ist echt mega hier. Nachts kein Ton, außer mal ein Hundbelle. Bei uns kommen keine Hunde ins Auto. Unser Buddy hat aufgepasst die ganze Nacht. Da draußen liegt er. Ja. Wirklich ein cooler, ganz friedlich, treibt sich der ganze Tag hier bei uns rum. Julia backt jetzt noch einen Kuchen, hat sie erzählt. Und dann geht's für uns weiter ein Stückchen in den Canyon rein. Ich bin mal gespannt, was uns da erwartet. Am Canyon angekommen und wir haben schon wieder einen neuen Hund. Da unten liegt er, ich zeige ihn euch. Und dann zeige ich euch noch der Julia ihren Apfelkuchen. Sieht er nicht gut aus? Auf der Fahrt hierher ist ein ganz doofes Malheur passiert. Passiert zum Glück recht selten. Der eine Schnepper, ich weiß leider kein anderes Wort,
von unserem Kleiderschrank greift nimmer richtig und deswegen sind jetzt alle Klamotten hier rausgeputzelt, liegen auf dem Boden. Erstmal einsammeln und wieder einräumen. Die Wanderung hat sich auf morgen verschoben, weil es gewittert und donnert. Das ist unser neuer Hund, ein ganz lieber, der war mit mir schon Pilze suchen. Heißt Fuchs, wegen der Farbe. Ja. Könnte auch Schlappohr heißen, wegen den Ohren. Ja, aber heißt Fuchs. Ganz braver. Aber wir haben einen mega schönen Ausblick direkt aus dem Fenster vom Van. Sehr gut für heute Nacht. Ich war mit meinem Hund, Trüffel heißt er, nochmal im Wald. Und ihr werdet es nicht glauben, ein paar Pfifferlinge gefunden. Besser ohne Höhenangst. Bis zu 1600 Meter fallen die Steilwände hier in den Canyon ab. Und hierher konnten sich auch die Tahamura-Indianer vor den Spaniern flüchten, blieben wirklich unentdeckt und konnten so ihre Kultur, ihre Tradition, ihre Sprache auch bewahren. Heute sind im Canyon wohl ziemlich viele Narcos, weil da Marihuana angebaut wird und auch Mohn. Also nicht so ganz ohne. Von Touris wollen sie aber wohl nichts. Mit unserem Auto können wir bei Ene durchfahren. Aber mit einem 4x4-Fahrzeug hat man hier ganz bestimmt richtig viel Spaß und eine gute Zeit und erlebt den Canyon nochmal von einer ganz anderen Sicht, nämlich von unten. Seilbahn gibt es ja auch, mit der man über den Canyon fahren kann. Zipline auch. Machen wir alles nicht. Wir wandern nur weiter am Canyon entlang. Ich finde ein bisschen schade, dass sie dieses grandiose Naturwunder irgendwie zu einem Spaßpark haben verkommen lassen. Also da vorne gibt es nicht nur Quads, es gibt auch Minigolf, es gibt Zipline, es gibt hier einen Kletterpark im Wald und ich weiß nicht noch was alles. So viel Geld von den Touris als möglich halt irgendwie aus der Tasche ziehen. Aber ja, so ist es halt leider an solchen Orten. Der rote Baum hier, das ist ein ganz, ganz seltener Baum. Der hat so ganz komische Rinde, dünn wie Papier. Und die haben wir in Chile gesehen, ganz, ganz südlich Patagoniens.
Da war ein ganzer Nationalpark voll mit denen und wir hätten nicht gedacht, dass wir die hier nochmal sehen irgendwo. Aber gibt's wohl auch hier. Wir hatten kein Pilzglück mehr, sind extra zurück durch den Wald gelaufen. Es gibt zwar wirklich einige Pilze, aber nichts, was ich kenne. Nicht mehr Steinpilze. Der Vater, der hätte bestimmt noch ein paar gesehen. Wir haben es an anderer Stelle ja schon mal erwähnt gehabt, dass man auch mit dem El Chepe Train in den Kupfer Canyon fahren kann. Und zwar von Los Mochis an der Pazifikküste bis nach Divisadero, dem Viewpoint, wo wir vorhin gerade waren. Es sind ungefähr 10 Stunden Zugfahrt, bei der man 2200 Höhenmeter überwindet. Es sollen herrliche Landschaften sein, die schönste Zugfahrt Mexikos. Und man fährt auch großteils durch den Kupfer Canyon. Also wenn ihr hier seid und habt Zeit, Lust und das nötige Kleingeld, dann informiert euch online und setzt euch in den Zug. Für uns geht's jetzt zurück in die Stadt. Der Himmel zieht auch schon wieder zu. Ja, Viewpoint war toll. Weiter geht's. Bevor wir uns auf die allerletzte Etappe in die USA machen, haben wir uns jetzt noch entschieden, hier in Mexiko einen Ölwechsel und einen Service durchführen zu lassen. In der Annahme, dass es in Amerika ein bisschen teuer ist, weiß man nicht. Aber wir vermuten es einfach mal. Simon schraubt schon den Unterbodenschutz ab, den Ölfilter und das Öl lassen wir professionell tauschen. Und Simon macht dann wieder noch den Luftfilter und den Dieselfilter. Twist. So sieht übrigens unser Dieselfilter aus. Während Simon beschäftigt ist, nutze ich mal noch die Zeit zum Geschichten erzählen. Und zwar leben hier rund um die Stadt Cuauhtémoc, in der wir gerade sind, heute noch 50.000 deutschsprachige Mennoniten. Die sprechen wohl noch so einen altfriesischen Dialekt. Wenn ich es jetzt richtig weiß, dann hat sich der Glauben ja aus einem protestantischen Glauben entwickelt, aber er ist sehr streng oder noch viel strenger und viele Mennoniten lehnen auch heute noch den Fortschritt ab. Wir haben hier jetzt keine gesehen, aber die Apfelplantagen zum Beispiel werden wohl von ihnen bestellt, die wir hier gesehen haben. Und auch unser Mechaniker hat mir erzählt, er kommt aus Bolivien, aber er sieht so gar nicht nach einem Bolivianer aus. Deswegen habe ich gefragt, wo seine Vorfahren herkommen. Und er meinte dann eben aus Deutschland und seine Großeltern sind damals hier von Mexiko, als auch hier der Glauben verfolgt wurde, eben nach Bolivien gegangen. Er ist dort geboren. Seine Eltern leben heute noch dort, bestellen wohl auch immer noch die Felder traditionell mit Pferd und Fuhrwerk. Und seine Eltern haben 14 Kinder, also er hat 13 Geschwister. So viel zu den Mennoniten, ein kurzer Ausflug und ja, ich hoffe, wir können hier in einer Stunde etwa los. Wir sind wieder auf dem Weg, Ölwechsel erledigt und war mega nett, war eine coole Erfahrung, weil der Jakob auch ein Mennonit ist. Und die sprechen tatsächlich noch in der Familie, also er mit seinen Kindern, dieses Altdeutsch, also dieses Urfriesisch. Wir verstehen kein Wort, in Europa ist die Sprache ausgestorben und hier sprechen sie es noch, also ganz kurios. Seine Kinder können aber auch gut Hochdeutsch, die lernen es auch hier in der Schule, neben Englisch und Spanisch natürlich. Und er tat uns mega leid, weil sie eben aus Bolivien hierher gekommen sind, eigentlich weiter nach Kanada wollten. Und seine Frau jetzt hier in Mexiko aber an Krebs verstorben ist und er sich jetzt allein um die 3 Kinder kümmern muss. Also muss die versorgen, von der Schule abholen. Hat für sie Mittag gekocht, deswegen konnte er auch erst später anfangen.
Und er wollte nur 10 Euro umgerechnet von uns haben. Ja, er hat nicht viel Arbeit gehabt, zum Beispiel, als der Simon macht. Aber er tat uns trotzdem ultra leid. Wir haben ihm jetzt das Doppelte gegeben. 20 Euro ist ja auch nicht viel. Vor allem, weil er mir auch erzählt hat, dass er gar nicht viel Arbeit hat. Manche Tage ja, manche Tage nein. Und manchmal muss er dann auch bei der Kirche Lebensmittel holen, weil es halt fürs Essen reicht und so. Ja, armer Kerl, traurige Geschichte. Naja, wir haben unser Bestes getan. Wir sind jetzt wieder auf dem Weg. Mal gucken, wie weit wir heute noch kommen. Bis zu unserem Ziel sind es noch 300 Kilometer. Das sind, ja, ich schätze mal, 4 Stunden Fahrt. Aber ja, es ist schon 3:30, also es wird ja zeitlich dunkel. Schauen wir mal, wo wir heute Abend enden. Wir sind in Nuevo Casas Grandes gestern noch angekommen, haben hier an der Plaza übernachtet, mit Kirche im Hintergrund und haben gesehen, wir haben gar nichts gewusst über die Stadt, hier soll es noch eine archäologische Stätte geben und genau dahin machen wir uns jetzt auf den Weg, ganz kurze Fahrt. Da drüben ist auch schon der Eingang und vermutlich ist das die letzte geologische Stätte in Mexiko. Wir stehen nämlich eigentlich jetzt dann auch schon ganz kurz vor dem Sprung in die USA. Richtig cool, die Stätte hat uns keinen Eintritt gekostet. Ich weiß nicht warum. Aber auf jeden Fall mega gut, ist nämlich seit 1998 sogar UNESCO-Weltkulturerbe und ganz bekannt für seine Lehmbauten. Und das hier, so steht es zumindest auf der Tafel, soll eine vereinfachte Form von den Ballspielplätzen sein, wie man sie ja auch von den Maya-Städten im Süden kennt. Damals solche Löcher in der Erde, das haben wir in Peru gesehen. Das war damals für die Wasserversorgung zuständig. So arg viel weiß man über das Volk mal wieder gar nicht. Nur, dass hier irgendwie ein Marktplatz war, ein großer, so ein zentraler Umschlagplatz, wo von der Pazifikküste mit Muscheln gehandelt wurde, mit Ara-Federn aus dem Süden und türkisene Steine. Ja, und hier haben sie auch Vögel gezüchtet irgendwie, die heute gar nicht so einfach zu züchten sind, nur unter ideale Bedingungen, wo sie überhaupt nicht wissen, wie sie das damals gemacht haben. Ja. Wieder verrückt, was die damals alles irgendwie schon aus dem Ärmel geschüttelt haben. Schöne Stätte, beeindruckend. Und jetzt ziehen wir uns dann hier mal noch das Museum rein. Alles für umsonst. Ja. Tipptopp. Sogar Internet. Und sogar Internetkaffee. Vielleicht können wir hier nachher sogar noch eine Runde arbeiten. Ja, es wäre nice, wenn es nämlich schön klimatisiert. Mal gucken. Thank you.
Mit den überraschend schönen Eindrücken verabschieden wir uns aus Mexiko. Aber erst vorerst, wir wollen nämlich im Dezember nochmal zurückkommen. Ja, war nur die erste 3 Monate Mexiko. Fast 4. 4 fast, ja. Genau, wir wollen den Winter nochmal auf der Baja California verbringen, von der wir mega viele tolle Sachen gehört haben. Mhm. Unter anderem kann man da dann auch schnorcheln mit Walhaien. Aber jetzt geht's erstmal in die USA. Wir waren noch nie dort. Ich bin gespannt und aufgeregt, wie selten vor einem Grenzübertritt. Nicht, weil ich Angst vor der Grenze habe, sondern ja, weil man von Amerika natürlich sehr viel hört im Vorhinein, viele Vorstellungen im Kopf hat, viel Gutes und viel Schlechtes. Schauen wir mal, wie es wird. Genau, Abfahrt zur Grenze. Wir sehen uns nächste Woche mit dem Grenzübertritt und die ersten Tage in der USA. Mhm. Bis dahin, schaltet wieder ein, lasst uns ein Abo und ein Like da. Erzählt eure Freunde von unserem tollen Kanal, dass die uns auch folgen und abonnieren. Bis nächste Woche. Ciao, ciao. Macht's gut. Zu früh gefreut. Der Grenzübertritt ging gründlich in die Hose. Aber sowas von. Mehr dazu im Detail kommenden Mittwoch. Also nicht vergessen, wieder einzuschalten.